Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Ich kann mich manchmal küssen, wirklich. Also so kann echt nur ein Löwe sprechen. Ja, genau. Kommunikation, unser kleiner Podcast, ja. Heute ist sie hier und ich werde mein ganzes Leben erfahren. Antonia Langsdorff, hallo. Ja, danke, und Markus, ihr freut mich sehr. Wie du. Ein echter Pudel, der geschnitten ist. Geschoren, nennt man das geschoren. Also sie kommt zum Friseur. So echt? Richtig. Hast du einen Hundefriseur? So ich habe eine Hundefriseurin, ja. Muss ich alle 2 Monate hin. Echt? Nein, die ist ganz lieb. Die ist ganz lieb. Kann sie auch allein dahin? Hat sie eine Karte? Oder? Nicht ganz. Aber jetzt wegen Corona muss ich sie tatsächlich dann alleine lassen. Dann steht ja der Hund da am Zittern vor Angst. Was ich bei ihr mag, ist, dass sie hört. Das tut ja sie. Ne, wenn du sagst, hier komm mal, geh ruhig durch, ist nur eine Live-Aufnahme. Aber nein, mach doch hier. Ein Riesenapplaus für unseren Kellner Cosmin. Nicht nur das, sie kann sogar Gedanken lesen. Dafür sind Pudel berühmt. Ich weiß, dass Pudel mit zu den intelligentesten Hundesorten, die es wohl gibt. Ja, ja. Wir waren ja eben bei Border Collie. Also Border Collies sind, Border Collies sind wohl die intelligentesten Hunde. Man muss sie aber immer auf Trab halten. Auf jeden Fall schlauer als Labradoodle. Ja, das ist durchaus wahr. Aber ich habe keine, ich hätte gerne Hunde. Warte, ich habe hier ein Haar, glaube ich, oder zwei. Ah, nee, ist ein Bart. Der gehört doch auch dahin. Natürlich. Ich hätte gerne einen Hund, aber ich habe keine Zeit dafür. Aber du hast doch Katzen. Ja, aber die gehen ja nicht mit auf Tour. Aber die können sich ja selbst beschäftigen. Mhm. Wo bleiben die denn, wenn du auf Tour bist? Die beschäftigen sich selbst. Die ganze Zeit? Ich habe denen auf den Dosen geschrieben, wann sie die aufmachen sollen, wenn ich unterwegs bin. Also du bist ja jetzt ich selber... Ich habe tatsächlich, guck mal hier, ein Haar. Boah, guck mal, das setze ich bei eBay rein. Ein Haar aus deiner Löwenmähne. Du bist ja selber Großkatze. Ich bin tatsächlich Löwe. Sternzeichen du Löwe. Bist, sag ich mal, in der Astrologie, und man darf das nicht verwechseln mit Astronomie. Ja, Astronomie ist also, man guckt in die Sterne und du siehst, was da steht. Was da bedeutet, ja, genau. Was da bedeutet. Ja. Die anderen gucken nur, oh, guck mal, ein Stern. Richtig. Ja, das hat's dann, früher war das eins, Astronomie und Astrologie, und dann hat sich das getrennt. Und die Astrologen sagen eben, ja, aber was nützt es, die Sterne zu kartografieren, wenn wir nicht auch wissen, was es bedeutet? Aber wer hat das denn eingeschätzt, den, sag ich mal, unsere, sag ich mal, wer, die Chinesen haben noch eine andere Astrologie. Ja, richtig. Aber die Namen zu geben, so, da ist ein Löwe. Wer hat das denn mal erfunden? Das hat sich vor Tausenden von Jahren so ergeben. Die alten Ägypter hatten den ersten Tierkreis und da war der Löwe auch schon ein Löwe. Zu Recht. Ne? Sehe ich auch so. Wie also sagst du so gerne, ich könnte mich selber küssen, so kann nur ein Löwe sprechen. Das ist echter Löwe-Sprech. Das ist ja auch Selbstbewusstsein. Komischerweise, pur. Ich habe das natürlich ein bisschen mal gegoogelt, wie man, es gibt Seiten, welches Sternzeichen am meisten furzt. Ui, ja? Das wusste ich auch nicht. Oder wer am meisten mit Bahn oder Bus fährt. Und, was hast du rausgefunden? Löwen bestimmt nicht. Nein, ich habe nicht drauf geklickt, ich habe mich nur über die Frage gewundert. Ja? Aber du hast dich damit jetzt schon länger befasst und hast einen der besten oder YouTube-Kanäle, die es überhaupt gibt in dieser Richtung. Der wird sehr, sehr oft geschaut. Stimmt. Welche Fragen bekommst du dann? Soll ich den, der schnarcht gerade, was mache ich? Also sehr beliebt ist natürlich meine Serie Wer passt zu wem? Ja. Ne? Also ich bin Löwe und meine Frau ist Jenny Widder. Ist Widder und es passt perfekt. Ja, sie heißt Jackie, aber ich nenne sie auch Janine immer. Irgendwas mit J. Aber mit J. Ja. Nein, das ist aber, schön, das ist eine tolle Kombi. Aber für mich so, ich sehe jetzt, also ich habe mehrere Geschlechtsverhältnisse gehabt und sage nicht, yo, das ist ein typischer Fisch, weil Feuchtigkeit oder was weiß ich. Passt auch nicht so gut zum Löwen. Aber wie kommt man da drauf? Also, mein Gott. Sollten wir abbrechen. Nein, aber wo siehst du, yo, das passt? Ist das auch quartalsmäßig also, oder etappenmäßig? Die erste Woche, zweite Woche, dritte Woche? Du hast eben nach meiner Uhrzeit, nach der Uhrzeit gefragt. Weil die bestimmt den Aszendenten. Welchen habe ich? Vermutlich sogar Krebs, wie dein Name schon sagt. Wenn du so gegen 8 Uhr geboren bist, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Mhm. Auf jeden Fall ist das wichtig, weil der Aszendent ist sowas wie eine Benutzeroberfläche.
Also das muss man auch wissen, obwohl man es natürlich immer mit einem Löwen zu tun hat. Egal welcher Aszendent, Löwe setzt sich immer durch. Der ist klasse, der Löwe. Total. Der fällt du, auch immer raus. Du, die siehst du auch nie beim Astrologen, weil die sagen, wieso, ich bin doch Dufte. Wozu brauche ich einen Astrologen? Ich weiß doch Bescheid. Mein Leben ist doch in Ordnung. Ich fall aus jedem Raster tatsächlich, weil immer, ja, die beiden, aber Löwe geht. Immer. Ne? Und ich merke selber, stimmt nicht. Das ist gut, wenn du das selber merkst. Das darf dir niemand anders sagen. Das wäre nämlich Majestätsbeleidigung. Ja, es ist tatsächlich so, dass als Löwe muss ja alles im Griff haben. Und man merkt manchmal so, das klappt nicht immer. Dann geht es mehr um Frau Mann. Meinem Kollegenkreis habe ich alles im Griff. Frauen haben mich manchmal unter Kontrolle. Was bedeutet, bin ich dann eine Löwin? Nee, das hat einen anderen Grund. Ich habe ja mal in dein Horoskop reingespinkst. Ich habe keins. Doch, hat jeder. Jeder ist ja ein Horoskop. Jeder ist ja geboren. Doch, ja. Auch du hast eins. Ja. Und da gibt es ja verschiedenste Planeten. Und ich habe so gedacht, ich habe diesen Podcast gehört, da hast du dich drüber unterhalten, dass du es nicht magst, wenn deine Freundin die Schuhe nicht genau ausrichtet. Ich bin Monk. Dass die parallel stehen. Ja. Also habe ich überlegt. Es steht einer muss, so, der andere in einer Richtung. Das geht nicht. Macht Nein, man das nicht. Macht ihn verrückt. Da habe ich gedacht, Mensch, der Markus, der muss was in der Jungfrau haben. Das ist so das Zeichen der Ordnung und der Analyse. Ne? Und siehe da, du hast tatsächlich die Venus in der Jungfrau, in deinem Horoskop. Das heißt, er mag Partnerinnen, die ihre Schuhe ordentlich ausrichten. Ja, oder wenn die es nicht tun, ausmachen. Mag er es nicht. Ja genau, Licht der aus. Und Licht, warum ist denn da noch Licht an? Wie auch beim Sex? Nee, das ist, das will sie nicht. Hey, dann, weißt du, dann tust du entweder machst du halt das Kissen über Gesicht oder machst du Licht aus. Aber ich habe ja auch Gewicht. Ne, ja, aber, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat ja, eben kurzer nicht nur, Sinn ist der genau, richtige Weg. Man hat nicht nur das Sternzeichen, man hat auch andere Planeten. Ich habe geguckt, habe ich vielleicht irgendwas gemeinsam mit Markus, damit wir hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Ja, siehe da, wir haben den gleichen Mond. Mond ist auch wichtig, ist das Gefühl und der Wohlfühlfaktor. Wer steht das bei dir Einzige, im Zeichen Stier? Genau, Stier, Wohlfühlen. Und Stier ist, hey Mann, ich möchte es bequem haben. Ich möchte mir ein lässiges Schlunz-T-Shirt anziehen, Mütze auf dem Kopf, Bier. Ich kenne da nur Stiere. Ne? Also das ist der Wohlfühlfaktor. Ja. Und ich habe auch mit dem Mond im Stier und ich muss ja immer, ich habe ja immer diesen Schönheitsstress. Du bist Steinbock. Das auch, ja klar, Sonnenzeichen. Nein, aber du bist geborener Steinbock. Geborener Steinbock, aber mit Mond im Stier. Meine Tochter Capricorn nennen. Ich finde das so geil. Das englische Schönes Wort, ne? Das englische Wort für Steinbock finde ich so schön. Capricorn. Ja, mein Name ist Capricorn, mein Nachname Krebs. Naja, war ja die Diskussion, der Name. Ist der jetzt schon gefunden? Du wolltest doch einen einsilbigen Namen oder höchstens zwei Silben. Nein, ich gebe ja immer, ich merke mir auch Namen nur durch irgendwelche, sag ich mal, Sachen, die gerade vor Ort passieren. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann sage ich, da ist der Fliesenjoe oder das ist der Laminatjochen oder was. Ich merke mir also, womit die im Zusammenhang manchmal waren. Ich merke mir nicht mehr den ganzen Namen. Ich merke mir Nachnamen zum Beispiel gar nicht. Ermann habe ich aufgehört, Nachnamen zu merken. Ich merke dann nur so, wie nennen die sich gegenseitig? Und wenn das nur ein Spitzname ist, da ist der, ne? Das ist so, und ich merke mir Sternzeichen. Bist du in einer Beziehung? Ja, durchaus. Natürlich. Bist du also richtig verheiratet mit so, allem das drum war's und dran. Von uns. Richtig verheiratet richtig auch? Richtig verheiratet mit allem und drum nicht dran. Geschieden vorher? Doch, das auch. Was war der Geschiedene für ein Sternzeichen? Der war mehrfacher Skorpion. Ach, hör auf. Ja, das war schwierig. November-Skorpion, hör auf. November-Rain, ich kenne sie alle. Ja, gerade mit Löwen auch. Ja. Skorpion und Löwe ist schwierig. Und schwierig. Der jetzige ist was? Steinbock. Ja, das geht Steinbock und Steinbock? Ja, die fangen, gut, in Köln wird das gehen. Das fängt... Ja, ne? Ja. Klar, das Böckchen vom FC. Ja, ja. Ne? Ja, aber doch, fängt oft als Business-Beziehung an und dann merkt man, wir empfinden doch mehr füreinander. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? Verheiratet sind wir erst seit, warte mal, wir hatten jetzt vierten Hochzeitstag. Ja, wie lange müsst ihr noch? Aber zusammen sind wir schon lange. Ja, also hoffentlich, wir müssen, also es läuft gut. Und er, was ist macht auch er Astrologe. Beruflich? Auch Astrologe. Astrologe lebt in Amerika. Oh. Natürlich, und, ist besser, wenn man zwei Wohnungen hat. Ist, ja, ist tatsächlich. Mal, das ist eine Fernbeziehung, aber ich sage immer aus Versehen Fernbedienung. Ja, ja.
Das passiert mir immer wieder. Ne? Fernbedienung ist einfach, man abends guckt. Meine Fernbedienung. Ja. Nee, aber es ist ganz spannend. Zwischen Amerika und Deutschland reisen wir immer Aber es gab ja mal so eine Trump-Zeit, wo man nicht so immer rüber... Was ist Trump für ein Sternzeichen? Weißt du das? Zwillinge. Oh, ja. Mai? Zwillinge, zwei Gesichter. Oder schon im Juni? Nee, schon im Juni. Ah. Ja, schwierig. Aber Löwe, Aszendent... Aber jetzt so mit Mars drauf, das ist dann schon sehr ruppig. Mars, dem nimmt sie auch ruppig zu. Also der ist schon sehr übergriffig so. Also du verbindest tatsächlich die Planeten oder die, wenn jetzt einer sagt, der wohnt im Mars, zweites Haus, Türe rechts, klingeln, sondern klopfen. Das ist besser, auf jeden Fall. Was meint das man damit? Das ist übrigens wirklich gut gesagt, das kann man echt sagen. Also bei dem klingelst du lieber nicht, sondern klopfst du vorsichtig an. Ja, und das hat er abgestellt. Ja. Ich habe meine Klingel übrigens auch immer abgestellt zwischendurch. Ich weil bei weiß mir gar nicht, wie das alle geht. Für die Post, das ist furchtbar. Ich wohne im Erdgeschoss. Boah, du nimmst ja alle die an. Ständige, und ich habe die Klingel jetzt was echt so abstellen. Was ist euer Postbote für ein Sternsein? Ja, da gibt es ja viele. Es gibt ja viele, also, da die viel abgeben. Da würde ich einen Überblick verlieren. Nee, und echt, deswegen habe ich die Klingel abgestellt, weil das wurde mir zu viel. Ich wollte kein Postamt sein. Aber fragst du von Hause aus erstmal immer oder achtest du da drauf und tippst richtig, was für ein Sternzeichen ist? Du, ich bin mal, da drin erstaunlich sie guckt schlecht. Sie guckt jetzt skeptisch. Ja. Hat was Rotes an? Ist das rot? Ich bin farblind. Bist du tatsächlich? Nein, aber ich fahre auch sind über aber rot. Viele Männer. Nein, aber Hugo Egon Balder ist zum Beispiel rot-grün, also der fährt bei jeder Fahrt. Also ich bin leider für eine Astrologin verdammt schlecht im Schätzen. Da sind manchmal Leute, die gar nicht viel Ahnung haben, besser, weil die sind unbefangen. Also muss man vielleicht eher zuhören oder siehst du das auch? Eher sich ganz. Manchmal sehe ich es, aber echt nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde jetzt tippen. Wir beide kennen uns nicht so, dass man sagen kann, alles klar, wir kennen das Sternzeichen. Ja, geil, tipp du mal. Nee. Und ich würde sagen, es ist schon knapp davor, aber sie ist Schütze. Schütze, guter Tipp. Ja, ich würde jetzt sagen, diese großen Augen und dieser Blick mit den gehobenen Augenbrauen könnte auch Fische sein. Aber vielleicht auch Widder wegen dem roten Tisch. Also ich weiß es echt nicht. Ist sie näher dran? Ist doch zum Kotzen. Bist du Widder oder Fisch? Widder. Fische. März, Widder? Ja, April doch schon April. Aber Widder haben Stier, dann, weil sie so stiert. Da haben wir dann wieder, Du, hör mal, das ist oft gar nicht so dumm. Der Volksmund hat oft voll recht mit so Einschätzungen. Ist ja eine Wortverschiebung, sag ich mal, manchmal auch so. Aber an Ermi kam sie auch mal da drauf. Also Pudel. Ich muss jetzt erstmal Bier nehmen. Ja, natürlich. Achso, erstmal hier, Prost. Ja, Prost. Unser Hauptsponsor hier, Prost. Du hast natürlich einen Vorteil, du bist geborene Hannoveranerin, Woher weißt du denn das jetzt weil wieder? Weil ich nichts anderes zu tun habe, aber zu googeln meine Gäste machen. Aber muss machen. Man sich ja eigentlich nicht für schämen. So. Nein, weil ihr das sprecht das beste Deutsch, komplette, voll geiles Deutsch. Ich bin aber schon ein bisschen eingekölscht, weil ich schon so lange in Köln lebe. Olli Brocker kommt aus Hannover noch und Prinz August. Ja, da kommen noch ein paar. Aber ich schwöre auf Köln, doch. Ja, du fühlst dich wohl in Köln? Ja. Liebe Köln. Ich muss dazu sagen, ich mag die Stadt sehr. Ich kann mit dem Verein ich bin nicht ganz kompatibel, weil ich MSV-Fan bin. Aber es ist eine übersichtliche Großstadt, sage ich immer. Ja, angenehm. Die ist sehr angenehm, tatsächlich. Ja, aber guck mal, ich wohne so irgendwie ein paar Kilometer außerhalb im Düsseldorf. Im Osten. Nee, schon schön. Nein. So weit jetzt nicht. Aber der Kölner, für den Kölner ist das schon so, was, rechtsrheinisch wohnst du? Nee, also das ist doch nicht mehr. Geh mal nach Berlin, da bist du von einem Stadtteil in den anderen eine Stunde unterwegs und der Kölner sagt, nee, also wo ich nicht zu Fuß hinkomme, das ist wie nicht. New York, also, wie New York, sagst du, wohnst in Brooklyn? Ja, ist ja, wohnst halt in Brooklyn, aber ist eine Zeit, die du da durchfährst. Köln ist schon gut. Köln ist geil. Ja. Aber sag ich mal, du hast ja diesen, wie gesagt, YouTube-Channel da, wo sie auch war. Wie kommst du gerade auch, sag ich mal, in der Großstadt? Manchmal will man da auch den Mann vom Land kennenlernen, wie er denkt über Sternzeichen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Löwe in der Stadt anders ist als der in einer, sag ich mal, im Dorf lebt mit 100 Einwohnern. Wie kriegt man da den Unterschied? Da ist durchaus was dran. Da guckt man dann wieder, wo wohnt die Person. Den Wohnort kann man auch mit einbeziehen. Aber hey, ich glaube, wir sollten jetzt hier gar nicht so Fachgespräche führen. Lass uns doch mal über was anderes reden. Lass uns mal über die 80er Jahre reden. Die habe ich noch erlebt. Ja. Wir hatten eben ein Lied gehört. Ja. Nein, aber wenn man 80er Jahre Lieder hört, welches Sternzeichen ist man dann? Die kommen irgendwie alle vor.
kann man jetzt nicht auf eins reduzieren. Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist so, ich habe davon tatsächlich, weil ich lese keine Horoskope oder wer weiß, noch nicht mal. Du hast mir auch recht gegeben, die Horoskope, die jetzt, sag mal, du machst irgendwie die bunte auf, ne, oder irgendwas Farbloses. Oder Frau im Spiegel, ja, das ist von mir, was in der Frau im Spiegel ist. Ach, das die sind ja auch gut. Ja, genau. Aber. Das ist auch gut, genau. Ja. Nein, aber du könntest das, was für den Krebs ist, genauso auf Fische beziehen. Gehen sie heute nicht raus oder doch? Also, aber passen die auf oder passiert nichts? Nicht bei meinem. Also ich gucke da schon die Unterschiede. Guck ich mir aber schon an. Aber wo empfindest du das her, der Tag, dass heute, boah, wenn du heute ein Widder bist, lass es. Ja, da gucke ich dann schon, was zum Beispiel der Mars, Kampfplanet Mars, ist der Planet der Widder, was macht der für Aspekte? Wenn der einen schwierigen Aspekt kriegt, kann man die Widder durchaus warnen, dass sie ein bisschen auf sich aufpassen sollen. Also da ist schon was dran, aber ich wollte jetzt nochmal fragen, können mal bitte alle summen, die ihr Tageshoroskop lesen? Okay. Ich sage es mal für die Zuhörer, es war ein leichtes Summen, weiblich geprägt. Ja, es ist hundertprozentig weiblich geprägt. Und jetzt nochmal die Spezialistenfrage. Männer lesen kein Horoskop. Jetzt nochmal die Spezialistenfrage. Können mal bitte die summen, die ihren Aszendenten kennen? Das nur Frau. Das waren noch mehr als die das Tageshoroskop lesen. Kennst du deinen Aszendenten? Kennst du deinen Aszendenten? Siehst du? Jetzt das sag ist ich dir mal was ja Wichtiges. Netto ausgezahlt. Für die Männer jetzt. Ja. Ja. Aber ich sag doch, der Aszendent ist die Benutzer. Motto ist Aszendent, netto wieder. Nee. Der Aszendent ist halt die Benutzeroberfläche. Ja. Aber ich freue mich, dass doch einige dabei sind, die es wissen. Ja. Und das sind noch, sogar noch mehr als die, die das Tageshoroskop lesen, weil die schon verstanden haben, da gehört noch mehr dazu. Welche Frau geht erotisch am besten ab? Nur mal rein astrologisch. Rein astrologisch. Wo du selber denkst, also, oh, ich habe Sterne gesehen. Ich würde sagen, also da sind die Löwefrauen schon recht weit vorne. Die Löwefrauen sind da schon weit vorne und die Skorpionfrauen auch. Also Skorpion ist auch ein sehr sexy Zeichen. Oh. Sehr sexy. Ja? Ja, ist mit dem Giftstachel? Ja. Ist also mehr Domina-Richtung, oder? Ja, durchaus. Ja? Durchaus. Also da geht es dann schon um Unterwerfung ja und Domination. Da. Ja, aber wenn du genau weißt, wenn du das nicht machst und der sticht dir und bist tot, ist scheiße. Du, das habe ich schon mal überlegt. Wie cool wäre das doch, wenn wir Frauen so einen kleinen Stachel hätten. Das würde echt viele Schwarze Probleme Witwe. Lösen. Schwarze Witwe. Die machen das. Ich glaube, die fressen die Männchen nach der... wo das Männchen doch eigentlich wissen muss, nach all den Jahren. Komisch, ne? Oder? Wenn ich mit der was habe, ist es vorbei. Ja, aber so ist das mit dem Sex. Ja. Und die Menschen sind doch auch nicht viel besser. So oft selber erlebt. Die wissen doch, es ist... Wie oft hat uns das schon in Schwierigkeiten gebracht? Wie viele Leute, Frauen, die Leute ist auch scheiße dann in dem Fall. Nein, aber ich finde es für mich tatsächlich interessant, wenn man wirklich eine Begegnung hat und du sagst jetzt so, ja, pass auf, Skorpion, Frauen, ich kenne jetzt keine direkt, also mir fällt keiner ein, weil ich mich... Hast du schon vergessen, ich weiß, im Rausch. Jackie ist wieder meine Ex-Frau Fisch. So, dann hört es auf. Ja, so, ich wüsste jetzt noch meine erste Freundin, boah, die war Jungfrau. Okay, in jeglicher Hinsicht oder nur als Sternzeichen? Nee, als Sternzeichen. Das ist ja auch jetzt erstmal kein guter Anfang. Ja. Nein, aber dass man sagt, so, das kann man miteinander verbinden. Ja, so, wie du jegliche Situation, was du arbeitest, welche Musik du hörst. Ich höre gern Heavy Metal. Das könnte natürlich die Mähne des Löwen, weil Headbanging perfekt, so, ja klar. Das kann ich mir als Außenstehender erklären. Ja, ich brüll jetzt nicht da, wenn ich was zu trinken haben will, aber ich kriege halt. Ne, ich kenn's ja diese, es gibt eine Band, Slayer heißt sie, und es gibt so eine Karikatur. Slayer, da hol dir doch ein neues. Mm. Ein Wortspiel, Slayer. Aber siehst du wirklich bei dir, wenn du irgendwo stehst oder wer weiß was, das könnte, oder während einer Unterhaltung, das müsste so einer sein? Ja, manchmal schon, klar. Also manchmal überlege ich mir das für mich und dann frage ich, aber wenn es dann nicht stimmt, dann bin ich natürlich tief enttäuscht. Weil du die Fachfrau bist. Ja, und dann, aber oft ist es dann unter der Oberfläche, dass dann stellt sich raus, okay, die Person hat vielleicht ein Sternzeichen, aber lauter andere Planeten in dem Zeichen, was ich gesehen habe. Ja. Also wenn ich sage, du bist vielleicht Fische, dann sage ich dir, nee, Edge, ich bin Widder. Und dann gucke ich ins Horoskop, ja, Widder, aber 5 Planeten in den Fischen. Gibt es auch umgekehrt hier, Daniel Craig ist so ein gutes Beispiel, James Bond. Oh, oh, oh. Ne? Also Fische.
Ja. Und jetzt sagt man, oh, Fische sind ist so doch kein Fisch. Ja, eben. Ne? Man, so, man, oh, der passt der sagt, doch überhaupt nicht. Ich heiße Bond, James Bond, ich bin Fisch. Ja, da darf er den Film vorbei. Das ist schon klar. Aber dann guckst du ins Horoskop von ihm und dann siehst du Fische, aber vier Planeten im Widder. Oh, ne? Also von daher, das ist halt nicht ganz so einfach und das macht es halt dann auch manchmal schwierig, so auf so einer lockeren Ebene zu reden, weil wenn man dann nicht gleich einen Treffer hat, dann ist es vorbei. Dann, weil du dann nicht mehr, wenn ich jetzt sage, ja, da ist ein Witzerzähler, ich erzähle einen Witz und keiner lacht, dann bin ich nicht der Witzerzähler. Ja, und ich glaube, dann hast so du genau dasselbe Problem. Ja? Du hast etwas gemacht, was ich tatsächlich sehr, sehr klasse finde. Nicht nur, dass du im ersten Dschungelcamp dabei warst, du hast Dirk Bach noch kennengelernt. Oh, ja. Und diese Ehre hatte ich nie. Ich fand ihn immer so dermaßen lustig. Und jeder spricht nur in höchsten Tönen von ihm. Ja. Großartig. Und den hätte ich sehr, sehr gern kennengelernt. War wie war denn, da hast du im Dschungel mit Leuten auch über deine Arbeit gesprochen, konntest du jemanden erkennen? So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Hast du im Dschungel mit Leuten auch über deine Arbeit gesprochen? Konntest du jemanden erkennen? Ich wollte da ja eigentlich gar nicht rein. Ich hatte damals mal... Ja gut, wer will im Dschungel? Ich hatte damals... Eben, aber da wusste man das ja nicht. Ich habe damals gesagt, oh, ich möchte auch nochmal was anderes machen als frühmorgens Wetterfee, weil ich keinen Bock mehr hatte, nachts um drei aufzustehen, um in die Sendung zu gehen. Und dann hieß es, ja, du kannst ja ins Dschungelcamp gehen. Und ich so... Das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber gut. Oh, okay. Ja, du kannst ja dann da auch die Horoskope machen und dann machen wir Vorhersagen für die Teilnehmer und alles ganz toll. Dann habe ich da mein Horoskopebuch mitgenommen und habe dann da wirklich immer geguckt. Du hast nicht gewonnen, ne? Nee. Ich weiß gar nicht, ich gucke nicht. Das muss war mich auch Costa bei Daniel Cordalis so damals. Costa Cordalis. Ah, was Costa Cordalis? Ja, das war ganz toll. Also wir waren auch eine ganz tolle Truppe, fand ich. Ja. Und ich hatte noch vorher gesagt, also mit Caroline Beil werden wir eine Überraschung erleben. Ja. Und dann gab es ja diese, die war dabei. Oh. Aber das hat nachher niemand mehr interessiert, weil das ging so ab. Ja. Ich hatte auch gesagt, das wird ein großer Erfolg, weil die wussten es nicht. Das ging so ab, das ging dann völlig mein Gedöns da mit Astrologie, hat niemand mehr interessiert. Aber die Quoten waren hoch natürlich. Für mich war es interessant, weil ich war sozusagen Forscher und Objekt in einer Person. Ja. Also das war schon ein Erlebnis. Und wie sind die Mitbewohner mit dir da umgegangen? Die waren eigentlich ganz süß. Die waren auch voll interessiert. Das haben sie nur nie gebracht. Ja. Wie viele Zeiten haben wir da gehabt? So, sag mir mal dein Horoskop und so. Du weißt gar nicht, was sie hier alles rausschneiden. Das kam in der Sendung gar nicht. Du hast gar keinen Hund gerade. Das werden wir dann sehen. Minu, du sagst gar nichts, ne? Ja, der Minu ist Skorpion übrigens. Ja, zu Recht. Skorpion, ja. Und November? Hat auch einen Stiermond, das passt zu mir und zu dir auch. Und sie hat auch einen Steinbock-Aszendent, passt also auch gut zu mir. Das weiß ich zufällig alles. Ich habe zwei Kater, die sind Widder und Spencer ist Zwilling. Siehste, weißt du doch mehr, als ich gedacht hätte. Ich weiß, von wann bis wann ein Sternzeichen geht. Ja, weil, das ist aber schon... Ja, in der Bravo, die ersten drei Seiten. Okay. Und erst dann habe ich gemerkt, dass ich bei manchen Sachen gar keinen Fehler mache. Du möchtest dich wieder selbst küssen, Dr. Sommer ist eigentlich eine Frau. Wusstest du das? Nee, das wusste ich jetzt nicht. Ist eigentlich eine Frau. Ich dachte, es wäre so ein ganzes Team, die immer zusammen ihre Sachen schreiben. Gibt es sie überhaupt noch? Da war irgendwie so, erstmal onanieren, habe ich gedacht, ich bin blind, weil ich konnte meine Frau nicht mehr sehen. Und ja klar. Damit bist du ja aufgewachsen. Aber die Top 100 waren dann natürlich auch in den 80er. Ja, ja die genau. Top 100. Und da war natürlich Kiss für viele. Ich bin hier, wie du siehst, Kiss-Fan. Ja. Und in den 80er war I Was Made For Loving You auf Nummer 1. Scheiße! Das ist Disco-Musik, das war Rock'n'Roll. Ja, Kiss hat sich tatsächlich damals verkauft, um Kohle zu machen. Ja, die haben einfach eine Musik gemacht, die in den 80er Jahren passte und ich wusste genau, das höre ich nicht mehr. Ich will knallharte Musik. Ist das typisch Löwe, dass man das nicht akzeptiert? Ja, hab nochmal in die Memes reingeguckt und da stand drin, woran merkst du, dass ein Löwe dich nicht mag? Weil er sich nie wieder mit dir beschäftigt, weil er sich für immer abwendet. Also da ist der Löwe schon sehr authentisch. Gut, ich uriniere nicht überall dran, wenn ich irgendwo wohne, aber kann ja auch helfen für eine Beziehung. Naja, ich weiß nicht. Ja. Also aber wer ist der schwierigste Partner, den ich als Löwe finden könnte? Skorpion. Mein Kann Bruder. Ich dir direkt wie aus der Pistole geschossen sagen. Ja, gut. Ein dauernder Machtkampf. Echt, Skorpion? Ja, ein dauernder Machtkampf. Ich merke, dass der Skorpion bei dir nicht in den Top Ten ist. Ach, ich mag sie irgendwie schon, aber sie haben halt ihren Stachel, ne? Der ist der Ex-Mann. Ja, vielleicht schon. Ja. Entschuldigung an dieser Stelle. Wie hieß er in Wirklichkeit? Entschuldigung, war nicht so gemeint.
Aber irgendwie fand ich Skorpione immer so toll, weil die hatten so dieses, mit mir gibt es nur ganz oder gar nicht. Ja. Das hat mich total fasziniert, aber es ist im Zusammenleben halt echt schwierig. Findest du irgendwie keine Kompromisse? Bei mir gibt es immer nur gar nicht. Löwe ist aber auch so ein bisschen, ja, schon ich auch, im doch. Im Endeffekt, ich darf da nicht so laut sagen, habe ich alles im Griff. Ja. Aber die, ich gebe denen eben das Gefühl, dass sie mitreden dürfen. Das ist ein guter Herrscher. Löwe gilt ja als der Herrscher. In also dem Moment, wo ich sage, Männchen oder Fräulein, dann weiß man auch schon, jetzt wird es rund. Jetzt brüllt der Löwe gleich. Ja, man merkt das auch selber so, irgendeinen Weg gehst du dann nicht mehr. Irgendeinen Weg, da ist Feierabend und ja, den genau. gehst du nicht mehr mit. Den machst du nicht mehr. Ja, so. Aber hätte ich vor diesem Gespräch das nicht mit einem Sternzeichen verbunden. Oder Mars, ja, Snickers, was auch immer. Kann auch der Krebsaszendent sein. Ja. Wer dir einmal das Herz gebrochen hat, hat keine Chance mehr. Aber wie oft wurde dir dein Herz gebrochen? Mal ganz ehrlich, wir sind hier unter uns. Ich habe so eine Konstellation mit so Venus und Mars, das sind ja so die Libido-Planeten. Ja, die kenne ich, die beiden. Und die stehen bei mir ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Und die haben mich in jede Menge Trouble gebracht. Machst du in irgendjemand verliebt? Oh. Ganz schlimm. Ich habe nichts kapiert, bin nur meinen Hormonen hinterher, wie ein Mann eigentlich. Ja. Erst jetzt, wo ich so ein bisschen... Warum ist Hormon so bisschen, eigentlich kein Sternzeichen? Ja, ne, das frage ich mich auch. Ja. Das frage ich auch. Aber es sind auch wieder die Skorpione, die sind auch sehr Hormonen, also Hormone. Ja, aber jetzt, wo ich so ein bisschen... mich gesettelt habe. Jetzt kann ich da mehr durchblicken. Aber als ich jung war, Katastrophe. Aber wie kamst du dann auf diese Idee, mal nachzuforschen? Wann kam der Wendepunkt? Du meinst zur Astrologie? Wann kam es vom Neu zum Vollmond, wo du gesagt hast, jetzt interessiert mich also, für die Astrologie? Ich frage mich manchmal auch, ob ich da nicht irgendwie falsch abgebogen bin. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, klar. Ja. Also das finde ich auch toll. Also ja. Nur, ich hätte mal die Gelegenheit gehabt, Rudi Carrell, also die Älteren von euch werden sich erinnern, der Showmaster aus Holland, der hatte ja mal diese Sendung. Also Laufende Band und so weiter. Ja, aber nicht nur die, 7 Tage, 7 Köpfe. Ja, stimmt. Und er hat mich mal drauf angesprochen, weißt du, damals war ich auch groß und blond, aber auch noch jung. Und wurde an jeder Ecke dauernd gefragt, ob ich dies machen möchte oder das machen möchte. Und der Rudi Carrell hat gesagt, aber kannst du dir vorstellen, vielleicht... 7 Tage, 7 Köpfe zu machen. Und da habe ich dann so ehrlich, wie ich bin und so realistisch, so Steinbock, so langweilig realistisch, so, aber ich bin doch gar kein Comedian. Ich habe es gar nicht kapiert. Ja. Und da vielleicht hätte ich in der Richtung, ich liebe doch Comedy. Vielleicht ich wäre sofort eingesprungen. Ich habe das so geil gefunden, weil ich genial daneben so geliebt habe, dass ich mal da mitmachen durfte. Ja? Ich liebe Comedy, also das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Ich kann es zwar nicht. Kannst du auch zum falschen Zeitpunkt einen falschen Gag machen? Ich kenne nur einen Witz. Erzähl. Aber der ist kurz, und den kann ich mir merken. Ja, erzähl. Wacht eine Blondine unter einer Kuh auf und sagt, wer von euch 4 Jungs bringt mich denn jetzt nach Hause? Der ist gut. Kurz und gut. Ja. Kann man nicht mit falsch machen. Euterwitze sind an sich gut. Gibt es noch mehr davon? Es gibt einen, da geht jemand über den Bauernhof und fragt den Bauer, wie spät ist es? Und der hebt den Euter hoch und sagt, 5:12. Okay. Ja, echt, das haben sie gemerkt, wie sie den Euter hochheben? Ja, da konnte ich hinten die Turmuhr sehen. Ja, siehst du? Und das ist halt der Könner. Markus, das unterscheidet den echten Comedian. Nein, aber das ist ja schön, wenn man sich solche Sachen merken kann. So einer, wo hinten so drankommt. Du musst einen draufsetzen können. Das ist ja, wenn das nicht geht, dann kannst du auch zu Hause bleiben. Ist tatsächlich so. Nein, ich liebe Comedy und ich lache wahnsinnig gerne. Hast du nur einen Hund oder mehrere? Nur den einen. Hattest du vorher schon Hunde? Also bist du auch schon mal sehr affin für Tiere? Immer schon. Voll. Und hast du da auch schon mit dem Sternzeichen, weil du gedreckst als Skorpion? Ja, schon. Das hat mich ja immer schon interessiert. Ja? Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Wenn du jetzt einen Wellensittich hast, dann sagst du doch nicht, oh, das ist ein Fisch. Ja.
Ich hatte sogar einen Wellensittich, aber da wusste ich das noch nicht, was der für ein Sternzeichen ist. Nee, aber das ist ja so, man guckt ja so, man hat verschiedene. Ja, du wirst irgendwann als Astrologe bist, siehst du es irgendwann total abstrakt. Ja. Da denkst du nicht mehr an das Tier Fische, sondern das ist eben Sternzeichen. Das ist irgendwie, es gibt ja so schöne lateinische Bezeichnungen und da ist das einfacher. Wobei gerade beim Fisch Pisces, also das ist auch. Ja, das ist tatsächlich englische Wort. Ich war selber überrascht. Pisces ist schon besser. Pisces hört sich besser an. Und das ist ein bisschen neutraler. Auch bei Virgo ist irgendwie neutraler als Jungfrau. Ja. Ich meine, die Männer mögen das auch. Obwohl, Männer mit Sternzeichen Jungfrau, die hassen das. Es ist ein Vorname, ne, Virgo. Oh, furchtbar. Virgo, ja. Ich kenne noch einen Hund, der Virgo heißt. In Amerika dürfen sie das aber auch. Ne? Ich komme nochmal dazu, auch jetzt im Namen meiner Freundin Jackie, sollten wir ein Mädchen haben, Capricorn. Auch wenn sie kein Steinbock ist? Nein, also egal. Das Wort ist so, boah, ich heiße Capricorn. Das ist schon ein geiles Wort. Und aber Abkürzung Capri. Ja. Wie geil ist das denn? Aber ihr wie heißt könnt du? Ja, Capri. Ihr könnt ja auch was dran tun, dass sie ein Steinbock wird, wenn ihr es wollt. Ja, je nachdem, wie lange wir da liegen. Gibt ja Monate, wo es besser. So. Ja, aber Feuerzeichen. Lieber Feuerzeichen. Passt besser. Es gibt Schütze wie viele verschiedene? Es gibt Wasserzeichen, es gibt Tierkreiszeichen. Drei von jedem Element sind insgesamt 12. Ja. Ja, und 12 gibt's. Löwe ist normales Tierkreiszeichen. Das fünfte Element, das fünfte Nummer 5, gehört zur Sonne. Natürlich. Strahlend und herzlich. Tja. Das finde ich bei dir auch gut. Du hast irgendwie Herz, auch für deine arme Wichte wie mich. Sonst würde ich auch hier nicht sitzen, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst wäre es anatomisch. Nein, du hast gut. Echt Herz für deine Gäste. Das ist mir auch schon bei den anderen aufgefallen. Es macht auch Spaß, Sophie. Und ich glaube, dass ich diesen Podcast tatsächlich mache, um verschiedene Menschen auch kennenzulernen. Nicht nur um die Bevölkerung zu belustigen oder irgendwie zu erheitern oder zu informieren, sondern auch, dass ich dadurch durch diesen Weg Leute kennenlerne, Menschen kennenlerne, die natürlich ihre Sache auch breit treten können. Du hast hier zum Beispiel deinen Kalender mit und so weiter, den du hier vielleicht verkaufen kannst. Nein. Aber nein, es macht mir immer wieder Spaß. Verschenken. Ich habe mir verlosen Verschenken ich dabei. Ich habe selber, sage ich ganz ehrlich, selber manchmal versucht, in irgendwas eine Logik reinzufinden. Ob es jetzt Astrologie ist oder ob es eine Haarfarbe ist oder irgendwie sowas. Du versuchst Ermonologik und ich finde sie einfach nicht. Ich finde einen durchgehenden Charakter finde ich nicht, wo ich sage, yo, das stimmt. Ja, ja, für mich selber. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber die Ausreißer sind zu groß geworden. Vielleicht auch ausholen. Ja, genau. Da muss man eben erklären, dass eben ein Horoskop ja ein Ausschnitt aus der Zeit ist, der Moment, wo du geboren bist. Und da gibt es eben 12 Faktoren, Planeten, 12 Häuser. Und das gibt dann wirklich ein sehr, sehr differenziertes Bild. Ja. Mit ganz vielen Faktoren, wirklich ähnlich echt der DNA. Also das Horoskop entspricht ungefähr deiner DNA. Und all diese Faktoren muss man eben mitdeuten. Und du kannst tatsächlich, Sternzeichen alleine, es reicht echt nicht aus. Das ist wirklich mein nur die erste Annäherung. Mein Verein ist Jungfrau. Steigt er ab? Also ich habe mal geguckt natürlich. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ist ja schon Waage, der ist noch Jungfrau. Der ist tatsächlich noch Jungfrau. Ja. Und die haben eine Konstellation, die brauchen jetzt eigentlich wirklich mal einen starken Förderer, entweder einen neuen also Trainer Löwen? Oder einen neuen Sponsor. Genau, nee, dann besten, nicht Löwe. Also jedenfalls. Die haben da so einen Machtfaktor jetzt von außen, der könnte da was dran ändern. Aber da müssten sie was ändern. Aber wenn du wetten würdest du das, sag ich mal, in Verbindung bringen, dass du sagst, pass auf, ich wette jetzt auf den Weltmeister. Und dann gehst du in dich, gehst astrologisch damit um und sagst, alles klar, es rechnet keiner damit, aber es wird Algerien. Aber ich habe wirklich Erfolge mit meinen Fußballdeutungen für die Fußball-WM gehabt. Hat Hake Paul aber auch. Ja, siehst du mal. Und dann. Und nur bei Deutschland lag er falsch. Ja, ja, aber ich habe sogar dieses grandiose Spiel in der Weltmeisterschaft, wo wir gegen Argentinien gespielt haben. Ja, 4-0. Und 7-0 oder 7-1. Das also ist Brasilien. Brasilien, ach Entschuldigung. Ist beides Asien. War es wirklich Brasilien? Shit! Ja, aber da kannst du mal sehen, ne? So viel weiß ich von Fußball. Wir haben eine gemeinsame Grenze, wo es reicht. Aber dieses Spiel meine ich. 7-1, ja, und wir haben uns entschuldigt eigentlich dafür, und, weil wir ja bei denen im Land Gast waren. Genau. Und wir nehmen uns so schlecht. Und deswegen konnte ich das so gut deuten, denn da hatte ich ein Horoskop, da konnte ich genau sehen, hier ist der Gast, da ist der Gegner, da ist der Host, also der Gastgeber, und da habe ich gesagt, Mensch, die Gastgeber, die haben ein Horoskop wie Minou, die haben immer Angst. Minou ist ja so ein ganz ängstliches Pudelchen, habe ich mich voll
hat mich voll inspiriert. Da hab ich gut, gesagt, dass sie denen das nicht vorher gesagt haben. Die haben Angst vor der deutschen Mannschaft. Hatten ehrlich, die haben voll auch. Angst. Ja. Und dann habe ich vorher, ich habe natürlich mich nicht getraut zu sagen, hier die 7-1 oder was, aber ich habe gesagt, die Deutschen gewinnen das Spiel. Wer das vorher wirklich getippt hätte. Ja, habe ich. Also war, ich habe mich nicht getraut zu tippen. Ich glaube auch, also wenn ich vorher sage, ja, Deutschland gewinnt 7-1, wenn du das tippst, brauchst du dein Leben nie wieder arbeiten. Das stimmt. Ja, tun 10er da drauf und jeder Großwetter oder weiß ich, ja, nehme ich an, alles klar. Buchmacher und wer weiß schön. Das. Ja, und wenn das ginge, das ja, wäre schön. Aber immerhin, also du hast das Endspiel gesehen gegen Argentinien Ausgang. Und da hatten wir wieder Schiss, das Gewonnene ja, aber kaputt zu machen. Ja, das ist haben wohl wahr. Haben zwar in der Verlängerung, dann genau. Ich glaube Verlängerung war, ne? Ja, haben wir gewonnen. Aber da habe ich eben ein paar Treffer gelandet. Ja. Und zwar immer dann, wenn man genau sehen kann, wer ist Gast und wer ist Gastgeber. Das lässt sich gut aus dem Horoskop ja. ablesen. Und man kann auch gut in das Horoskop der Trainer gucken. Ja. Man konnte eben einfach sehen, dass damals Jogi Löw ein Horoskop? Supersterne hatte. Ja, natürlich, wie jeder andere auch. Der Sorry, macht mir so. Immer so, also der ist einfach da. Ja, aber ja. irgendwann kam er doch mal auf die Welt. Ja, aber das gibt er ja nicht preis. Wassermann, doch sein Horoskop ist gut bekannt sogar. Mit echt? Geburtszeit und allem, jawohl. Der hat für Nivea-Werbung gemacht, das weiß ich. Diese Haare. Ja, aber er war gar kein Typ so. Der wollte, ich gehe nicht in die Öffentlichkeit, aber wenn man Geld verdient, kann man sich auch mal Creme um die Backen schmieren. Ne, wir waren eben schon bei Penaten. Die Peanuts. Ja. Nein, ist ja, ja wirklich so. Man geht ja manchmal. Oder alle drei Sachen zusammen. Ja. Ja, ja. Also ich sag wobei dir, ich die ich Leute nicht verurteile, die da hingehen, nee. Sondern ich, nicht noch mal ich möchte bitte nicht in diese Sache da reingewählt werden. Ja, nee. Wo ich immer nur von höre, furchtbar. Was die da machen müssen. Furchtbar. Unter Wasser, Kreuzworträtsel lösen, was weiß ich. Ja, das ging ja noch. Ja. Aber als, hör mal, als damals die Caroline Weil... Diese Nick, wie kann man denn, dat, die hat wohl irgendwie wat, so ein Ei gegessen oder was von... Schlimmer, irgendein Hoden von irgendwas. Ja, irgendein Frosch. Was weiß ich. Aber wie damals die Caroline Beil wiederkam, wir wussten ja überhaupt nicht, was die da getrieben haben in diesen Prüfungen, ja. bis die dann zurückkam. Und dann kam die Caroline Beil rein und war über und über mit blauen Flecken übersät. Da hatte sie diesen Straußenkampf gehabt. Ich war so geschockt. Ich habe nicht gesehen, aber das ist Körperverletzung. Ja. Das kann die doch nicht tun. Und so, ne? Also ich war total, also nee, ja. Ich bin auch viel zu empfindsam für so eine sowas. Schöne Caroline Ball, die sah doch gut aus. Ne? Ja, so eine Amazone, so voll durchtrainiert. Ja. Du musstest auch wirklich fit sein. Ja. Und ich gut, war da ja mit Susan Starnke. Nix. Ja, eben. Und Susan Starnke und ich, wir waren so die beiden Blondinen, wir immer so, oh Gott. Ich habe von ihr so nur ich hab Kopfschmerzen. Ein Video mit der Darmspiegelung. Die hat mal wohl vor laufender Kamera sich eine Darmspiegelung machen krass, lassen. Oder? Ne? Weiß ich nicht. Also da hätte man jetzt gedacht, dann geht's auch mit dem Dschungelcamp. Ja, aber ich kenne ja die Reise ins Ich, den Film. War identisch. Ja, hättest du da gerne... Nee, ne? Also in Nein, dem U-Boot da, hättest du auch nicht gern gesessen. Du hast gerade darüber gesprochen, dass ein Schiff in Luxemburg versenkt ist, weil du in der Tagesschau da. Und dann machst du da ja, krass, im Dunkelcamp oder machst du... So, was war die für ein Sternzeichen? Was war die denn nochmal für ein Sternzeichen? Also sie lebt noch, ne? Was ist die? Was ist die denn nochmal für ein Sternzeichen? Habe ich jetzt gerade vergessen. Ich glaube Jungfrau? Aber ich weiß es nee, jetzt nicht mehr so ich genau. Nicht mehr. Ich habe es gerade ehrlich vergessen. Hast du mich jetzt aber echt auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, denn ich hatte von allen die Horoskope. Ich hatte von allen die Horoskope, ja. Ne, ja. Aber siehst du mal, na, lange man her. Weiß gar nicht, wo geht der, warum geht sie so einen Weg? Ja. Weil sie hat ja einen, wo du als Zuschauer saß, sehr respektvollen, ich bin Tagesschau-Sprecherin. So, ne? Und dann spricht sie da, ja, guten Abend, hier das Wetter. Ja. Das kann ich auch. Auch hast du ohne Mütze. Ich kann auch eine Kamera raushalten, da ist das Wetter. So, und dann habe ich meinen Job hinter mir gemacht. Aber wie ja. kommt sie dann da drauf, sowas zu machen? So, ja, ich will die Leute ein bisschen aufklären und mache eine Darmspiegelung. Ja, gibt es da typische Faktoren, die astrologisch dafür ja. sprechen, dass man irgendwie hintenrum gucken will? Wahrscheinlich schon. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja. Ich müsste das Horoskop betrachten. Aber es ist wirklich so, bei mir war auch eine Auslösung im Horoskop, dass ich was total Schräges mache, was ich von mir selbst nicht für möglich gehalten hätte. Wenn sie damit aufklären will,
zum Beispiel, ja, dass man zur Vorsorge geht. Ja. Alles gut, alles klar. Da war bestimmt wieder was mit Skorpionen in Ihrem Horoskop. Ja, ne, kann ja auch sein, dass das sogar mal der Duktus war, der aber, wie wir immer sagen, das wurde nicht gesendet. Ja, genau. Ja, dass sie gesagt, ich möchte aufklären, dass man vielleicht mal zum Arzt gehen sollte und sollte sich mal kontrollieren lassen. Ja, dann macht die Sache ja Sinn. Ja, aber Thorsten Sträter macht doch auch Werbung für Darmspiegelung oder nicht, so Aufklärung. Das werde ich gleich fragen. Der ist doch, und der ist Jungfrau, Gesundheitszeichen, ja. Jungfrau. Solange die Mütze nicht hochgeht, weißt du, da hinten wird nichts reingepumpt. Der sagt immer, das ist heute ganz modern. Das ist jetzt nicht so, dass da so ein Frettchen mit einer Kamera, ja, reinläuft. Also, ja, der macht das irgendwie ganz nett. Aber ich glaube, der macht es halt mit Humor. Das ist der Punkt. Es ist, man kann, was, ich glaube, Humor ist der einzige Punkt. Was nützt dir ein lustiger Arzt, wenn er dir nicht helfen kann? Ich habe das gemerkt. Lisbeth hat mich angestupft. Wir sind schon wieder zu lang. Haben wir uns verquatscht? Boah, weiß ich nicht. Worüber wollen wir denn reden? Gedacht. Genau. Ach, 80er Jahre. Ja, welche Musik hast du denn gehört? Mein Gott, zu spät. Oh, nein, aber welche hast du am liebsten gehört? Hast du auch Heavy Metal gehört? Heavy Metal jetzt gerade nicht, obwohl ich mal bei einem Konzert der Scorpions war, aus Versehen. Ich rede über Heavy Metal. Ja, okay. Wir sollten hier abbrechen. Aber das war laut, Mann. Ja. Das war so, echt, wir machen jetzt laut. Die Wind of Change. Wir wechseln die. Heavy Metal Scorpions. Nur wegen Hannover. Komm mal, Hannover. Das war Antonia Langsdorf und ich werde morgen mal wirklich tatsächlich mal in mein Horoskop gucken. Mach das. Und wenn das stimmt, was da drin steht, ich werde es nachleben. Ja, mal gucken, was da drin steht. Gehen Sie heute bei Edeka einkaufen, ist günstiger oder was? Was weiß ich. Und denk, vergiss nicht, dich selbst zu küssen. Das, weil ich versuche das immer wieder, weißt du, aber dann schubse ich mich weg. Oh Mann. Alle Schizophrenen da draußen, ich kann das auch. Hat Spaß gemacht. Danke, Markus. Danke für die Einladung. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.